Nationalpark Harz, skandalöse Bilder, die das Fernsehen nie zeigt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Welche Bilder kriegt man im Fernsehen nicht zu sehen? Nun, im Fernsehen kriegen Sie den Hintergrund, den kriegen Sie zu sehen. Die abgestorbenen Fichten, die Sie im Hintergrund sehen, das sind Standardbilder, die man auch im Fernsehen oder in den Zeitungen vom Nationalpark Harz zurzeit viel zu sehen bekommt. Was sie aber nicht zu sehen bekommen, das sind die vielen, vielen Kahlschläge im Nationalpark Harz. Hier sehen Sie einen Kahlschlag in der Nähe von Ilsenburg. Hier wurde der Borkenkäfer bekämpft, von wegen Natur, Natur sein lassen und Wildnis und so weiter. Nein, nein, hier wurde der Borkenkäfer rabiat bekämpft, indem man die befallenen Bäume oder die bedrohten, vom Borkenkäfer bedrohten Bäume alle gefällt hat. Was sich dann entwickelt hat, ist der eigentliche Skandal. Was sich ganz ordentlich entwickelt hat, das sind die Birken. Sie sehen im Hintergrund etwas große Birken, aber die kleinen Bäume, auf die kommt es mir an, das sind gepflanzte Buchen. Kleine gepflanzte Buchen sehen Sie hier überall und die sind alle von den Hirschen kaputt gebissen worden. Die müssten eigentlich schon viel, viel größer sein, aber der Leittrieb, oben die Knospe, wird immer wieder von den Hirschen abgefressen. Die Knospen, das sind eine Leibspeise der Hirsche und es gibt viel zu viele Hirsche im Nationalpark Harz und die beißen die gepflanzten Buchen, die mit viel, viel Mühe und mit viel Geld gepflanzt worden sind, rabiat kaputt. Diese Buchen sind also kurz und klein gebissen, die Sie hier sehen. Die müssten schon viel, viel größer sein. 3-4 Mal so groß. Buchen wachsen auch recht schnell. Vor allen Dingen, wenn man sie auf Kahlschläge pflanzt und sie haben viel Sonne. Aber Sie sehen hier alle Buchen ganz klein, gerade mal hüfthoch. Und die werden auch nicht größer. Die Hirsche lassen sie nicht größer werden. Die sind also völlig umsonst gepflanzt worden. Hier wird sich nie ein Buchenwald entwickeln. Das lassen die Hirsche nicht zu im Nationalpark Harz.